Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Heute werde ich Madison Beers Make-up-Routine nachschminken. Sie hat ja vor ein paar Wochen für die Vogue gezeigt, wie sie sich so im Alltag schminkt. Und das werde ich heute versuchen, so gut es geht, hinzubekommen. Ich habe hier meinen Tisch aufgebaut, beziehungsweise meinen Tisch hingestellt und alle meine Make-up-Sachen einfach draufgepackt. Und ich muss dazu sagen, dass ich das Video schon geschaut habe. Also ich weiß noch ungefähr, was auf mich zukommt. Ich weiß ungefähr, was für Produkte sie verwendet. Und ich weiß halt auch, dass ich das meiste nicht habe, beziehungsweise diese Produktart, sage ich mal, überhaupt nicht. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, mit den Sachen, die ich wirklich zu Hause habe, den Make-up-Look so gut es geht zu improvisieren. Und ich hoffe, dass ich am Ende auch auf ungefähr das gleiche Endergebnis komme. Und dann würde ich sagen, fange ich auch direkt mit der ersten Sache an, die sie macht. Und zwar ihre Augenbrauen. Und dafür nehme ich jetzt einfach Seife. Und zwar habe ich diese Seife hier. Die habe ich von Noelle geklaut. Das ist einfach nur wirklich eine ganz normale Seife aus dem DM. Und einfach meine Augenbrauenbürste. Und werde da jetzt reingehen. Ich habe die Augenbrauenbürste ein bisschen angefeuchtet vorher. Damit auch die Seife halt auf der Bürste drauf bleibt. Das war ein bisschen viel. Egal, ich werde meine Augenbrauen jetzt einfach hochbürsten. Sie füllt die nicht aus. Ich glaube, ich werde trotzdem ein bisschen was nachziehen, weil die Augenbraue halt so, ja, so leer ist, sag ich mal, beziehungsweise nicht so viele Haare dann existieren auf dieser Seite der Augenbraue. Aber erstmal einfach nur alle hochbürsten. Ich habe meine Augenbrauen jetzt hochgekämmt. Ich habe jetzt nichts ausgefüllt und ich finde es auch gar nicht so schlimm. Vielleicht ziehe ich gleich nochmal ein bisschen was nach, aber ich lasse es jetzt fürs Erste so. Und deswegen mache ich auch direkt mit dem zweiten Schritt weiter. Und da benutzt sie einen Skin Tint. Ich habe keine getönte Creme oder so hier. Deswegen benutze ich jetzt den L'Oréal Paris Glow Cherie. Das ist einfach so eine Creme, würde ich sagen, die halt ziemlich am Glänzen ist. Und da drüber werde ich jetzt ein bisschen Foundation machen. Ich werde es jetzt benutzen, einfach weil ihre Haut auch total am Glänzen ist oder auch so glowy, sage ich mal. Und ich deswegen versuche, diesen Effekt auch hinzubekommen, wenn ich das sozusagen als Base nehme. Genau, also ich gehe danach ein bisschen mit einer Foundation drüber. Ich glaube, ich nehme die Fit Me Foundation in der Farbe 105, weil die auch ein bisschen am Glänzen ist. Also die andere, die ich habe, ist relativ matt. Ja, genau. Das heißt, ich werde jetzt mit dem L'Oréal Paris Glow Cherie einmal mein Gesicht eincremen praktisch und darüber ein bisschen Foundation benutzen. Okay, ich habe jetzt erstmal die Creme drauf und ich sehe aus wie eine Verrückte, weil ich am Glänzen bin bis zum geht nicht mehr. Aber jetzt gehe ich, wie gesagt, mit der Foundation drüber und ich nehme jetzt auch nicht so viel. Und ich überlege jetzt, ob ich das mit einer bisschen dunkleren Farbe mische, weil ihr Skin Tint ist auch relativ dunkel. Deswegen glaube ich, nehme ich jetzt nochmal die 120 dazu. Das ist auch die Fit Me Foundation. Vermische das jetzt und tupfe das jetzt mal ein bisschen ein. Okay, Foundation ist jetzt aufgetragen. Womit macht sie weiter? So, weiter geht's mit Concealer. Als Concealer verwende ich einmal den Manhattan Wake Up Concealer in der Farbe 002 Classic Beige. Das ist dieser hier. Und dann gehe ich nochmal über die Pickel, die ich mal wieder bekommen habe, mit der Maybelline New York Fit Me Foundation in Concealer in der Farbe 16 drüber. Okay, sie macht jetzt weiter. Oh scheiße, ich glaube, ich habe noch ein bisschen Make-up genommen. Sie macht jetzt weiter mit Cream Contour. Ich habe keinen Cream Contour Stick oder irgendwas zu Hause. Und ich kann auch bis jetzt nicht damit umgehen. Beziehungsweise alles, meine ganzen Versuche, die ich gestartet habe, mit Cream Contour irgendwie eine schöne Konturierung in meinem Gesicht hinzubekommen, hat nicht funktioniert. Deswegen werde ich jetzt Noelles Cream Contour Stick nicht benutzen. Oder beziehungsweise nicht wieder klauen, wie die ganzen Sachen, die ich schon hier liegen habe von ihr. Sondern werde mit meinem normalen Bronzer praktisch jetzt mein Gesicht einfach konturieren. Und ich hoffe, das gibt jetzt keine Flecken mit dem Make-up, das ich schon drauf habe. Und ich benutze jetzt den BH Studio Pro in der Farbe 250 und einen relativ runden Pinsel und werde jetzt damit mein Gesicht konturieren. So, mein Bronzer ist jetzt soweit aufgetragen. Das einzig Doofe finde ich jetzt daran, dass ich keine Cream-Produkte habe, dass ich halt diesen Glow ein bisschen verliere, weil ich jetzt halt praktisch mein Gesicht schon ein bisschen puder.
Und sie ist halt total glowy. Und ich finde das auch ultra schön. Ich mag das richtig, richtig gerne. Noelle hat letztens auch zu mir gesagt, so du glänzt total im Gesicht. Aber ich finde, es sieht viel geiler aus, wenn du halt so voll viel Highlighter hast und alles, statt so matt geschminkt zu sein. Aber egal, wir arbeiten trotzdem damit. Und deswegen würde ich sagen, mache ich auch direkt mit dem nächsten weiter. Und das wäre, ich muss ja mal ein bisschen vorspulen, Blush. Und dann nimmt sie auch Cream Blush. Ich nehme wieder keinen Cream Blush. Den einzigen, den ich habe, den habe ich mir letztens erst gekauft, weil ich unbedingt Cream Blush ausprobieren wollte. Und habe ich mir den Cheek Heat von Maybelline geholt. Und ich weiß nicht, ob ich die einzige Person bin, die einfach nicht damit umgehen kann. Weil ich habe mir ein paar Videos angeguckt und alle haben das halt ultra gefeiert. Und bei mir bleibt das einfach nicht richtig auf der Haut, beziehungsweise ich kann das nicht verblenden, ohne dass es halt ultra fleckig wird und mein Make-up praktisch wieder mit runterholt. Deswegen nehme ich das jetzt auch nicht, sondern nehme einfach nur normalen Blush. Und zwar ist mein Blush der von Trend It Up Powder Blush in der Farbe 055. Und ich bin jetzt am Überlegen, ich habe den halt in verschiedenen Farben. Und das ist halt dieser krass dunkle hier, den ich eigentlich jetzt nehmen möchte. Also der ist halt so ultimativ rot, was ich halt auch echt schön finde. Aber ich habe auch noch so einen helleren hier. Ich kann mal... Also das ist halt dieser rosa und das ist halt dieser rote. Und ich überlege jetzt, weil ich halt relativ weiß bin, ob ich den helleren nehme. Nee, ich nehme jetzt den roten. Ich hoffe, ich sehe gleich nicht aus wie ein Clown, aber ich nehme jetzt einfach den roten. Und ich verteile jetzt einfach meinen Rouge über meinem Bronzer und auch auf der Nase, also für diesen Sunburned-Look. Das macht sie nämlich auch so. Und ja. Okay, mein Rouge ist drauf. Und ich bin einfach nur komplett rot im Gesicht. Ich muss sagen, ich finde es halt auch richtig geil, so richtig viel Rouge zu benutzen. Aber eher, wenn ich halt braun bin. Und ich finde, das ist halt... Ich weiß nicht. Weiter geht's mit Puder. Puder benutze ich wieder von Trend It Up, das Skin Supreme Contact Powder. Und das ist in der Farbe 020. Das trägt sie nur unter den Augen auf. Deswegen machen wir das jetzt auch so. Okay, Leute, sie macht weiter mit Bronzer. Ich überlege, ob ich mir nochmal eine ordentliche Schippe Bronzer drauf haue oder ob ich das lassen sollte. Boah, kennt ihr das? Wenn ihr Bronzer drauf macht, ihr denkt euch so, okay, komm, einer geht noch. So einmal kann ich noch drüber gehen und dann irgendwann wird es so viel. Und ich liebe Bronzer, aber ich weiß nicht, ob ich mir jetzt nochmal was drüber machen sollte oder was. Weißt du was? Ich mach's einfach. Ich mache mir jetzt nochmal was an Bronzer drüber. Und ich versuche jetzt nicht zu übertreiben, aber ich gehe noch einmal drüber. Oh, shit. Okay, weiter geht's mit Nose Contour. Ich muss sagen, ich konturiere meine Nase nie. Nie, nie, nie. Aber auch einfach, weil ich es nicht kann. Beziehungsweise ich probiere es gar nicht aus, weil ich weiß, dass ich es nicht kann. Und ich versuche jetzt nicht zu übertreiben. Boah, ich hoffe, die sieht gleich nicht komplett scheiße aus. Ich hoffe es. Bitte. Bitte. Ich habe meine Nase jetzt so leicht berührt. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht mal richtig was bewirkt mit dieser Nasenkonturierung. Aber ich will auch irgendwie nicht weitermachen. Ich glaube, ich lasse es einfach so. Sie macht jetzt hier unten noch was hin. Ich glaube, ich lasse es so. Ich mache nicht mehr. Ich mache nicht mehr. I'm out. Okay, weiter geht's. Okay, sie macht jetzt weiter mit Blush. Aber das lasse ich jetzt, glaube ich, wirklich sein. Soll ich noch mit Blush drüber gehen? Nee. Das mache ich jetzt auch. Ich gehe jetzt auch mit dem helleren Blush nochmal drüber. Okay, jetzt muss ich wirklich vorsichtig sein, weil gleich sehe ich sonst... Ich finde, das kann schnell in die Hose gehen. Wir gehen jetzt einmal nochmal drüber. Das war's, das war's. Das war's schon. So, wir sind jetzt einmal nochmal mit Blush drüber gegangen. Ich glaube, es hat gar keinen Unterschied gemacht. Aber fürs Gefühl haben wir jetzt ihre ganze Make-up-Routine bis jetzt verfolgt, beziehungsweise befolgt. Deswegen machen wir jetzt einfach ganz schnell weiter. Okay, weiter geht's mit den Augen. Sie... benutzt für ihre Augen so einen relativ hellen Braunton und mischt den mit einem noch ein bisschen erdigeren Ton, so ein bisschen, finde ich, so einen grünlicheren Ton. Boah, ich kriege das nicht auf, ne? Ich kriege meine Paletten nie auf. Das ist halt echt traurig. Ach, jetzt, okay. Jedenfalls geht sie mit einem relativ hellen Braunton über ihr ganzes Augenlid und das werde ich jetzt auch machen. Und als Palette benutze ich dafür meine 26 Color Shadow and Blush Palette und da gehe ich einfach mit diesem Braun hier drüber. Das ist relativ hell, wie ich finde. Und dann brauche ich noch so ein bisschen erdigeren Ton, den ich da ein bisschen vermischen kann. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich einen finde. Ey, ich habe diese Palette letztens geschrottet. Ist auch relativ gut. Ja. Nee, ich habe hier keinen erdigen Ton. Okay, ich habe jetzt keinen zweiten Ton, der so dazu passt, den sie benutzt. Deswegen gehe ich jetzt einfach nur mit diesem Ton über mein ganzes Augenlid und verteile das da ein bisschen. Okay, ich habe es ein bisschen falsch gemacht, aber egal. Sie benutzt noch einen helleren Ton. Also
einen Weiß, sag ich mal, um das praktisch in der Mitte ihres Augenlids aufzutragen. Ich habe da jetzt überall die Farbe, den Braunton drauf gemacht, aber ist egal. Ich benutze jetzt einfach meine Highlighter-Palette. Das ist die Spotlight Highlight-Palette von BH Cosmetics und gehe in die Farbe Glow, beziehungsweise in den Highlighter Glow und verteile das ein bisschen in der Mitte meines Augenlids, beziehungsweise hier vorne. Okay, jetzt macht sie weiter mit Eyeliner, beziehungsweise einem Eyeliner-Strich und fängt damit in der Innenseite ihres Auges an. Ja, würde ich so sagen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, was ich mache, weil ich absolut keine Ahnung vom Make-up habe. Aber egal, sie bezieht einfach jetzt mit einem relativ dunklen Braunton, also mit einem Lidschatten, sich hier einen Strich lang für diesen Fox-Eye-Effekt, sag ich mal. Und das werde ich jetzt auch machen. Und dafür nehme ich meine kaputte BH Cosmetics Palette. Und zwar ist das die 28 Color Eyeshadow Palette. Und da gehe ich jetzt in den Braunton hier oben rein und versuche den Strich, den ich jetzt hier ziehen werde, nicht ganz so krass zu machen. Okay, ich habe jetzt meine Striche gezogen. Ich habe die jetzt nicht ganz so lang gemacht, wie sie das hat, aber es sieht auch, glaube ich, besser aus, weil meine Augenform ganz anders ist als ihre. Deswegen lasse ich das jetzt so und ziehe jetzt einfach nochmal einen Eyeliner-Strich mit dem gleichen Pinsel und mit dem gleichen Braunton hier außen lang. Und da geht sie einfach mit ihrer Augenform praktisch nach oben und das werde ich jetzt auch machen. Okay, ich lasse es jetzt so, auch wenn die beiden Striche jetzt nicht so besonders gleich aussehen. Wobei, es geht. Nee, ich lasse es jetzt einfach so. Jetzt, da die Augen fertig sind, benutzen wir Highlighter. Und zwar nimmt sie da wieder Cream Highlighter. Und ich nehme das dieses Mal auch. Und zwar nehme ich den von Benefit, den High Beam. Das ist dieser hier. Und den verteile ich jetzt einfach mal ganz entspannt hier oben. Ich muss sagen, ich habe keinen Plan, wie viel... Oh, das war zu viel, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, wie viel hiervon zu viel und zu wenig ist. Gut, Highlighter ist ready. Okay, sie macht nochmal Highlighter drauf. Anderen Highlighter, aber ich glaube, ich lasse es sein. Mache ich jetzt nochmal einen Puder-Highlighter drüber? Ich mache nochmal Puder drüber. Oh Gott, das wird gleich zu viel. Das wird einfach zu viel, ich sehe es schon kommen. Okay, als nächstes nimmt sie Mascara und das werden wir jetzt auch machen. Ich nehme meine Essence I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Und ich muss mal kurz gucken, welche davon die neue war, weil eine ist leer. Das ist die neue. Und die werde ich jetzt einfach drauf machen. Und ich werde jetzt versuchen, beziehungsweise ich mache das eigentlich öfter, wenn ich halt Eyeliner drauf habe, dann versuche ich meine Wimpern so ein bisschen nach außen zu kämmen. Ich muss sagen, meine Wimpern haben heute nicht so richtig Bock. Ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie alle 2 Wochen so richtig krassen Wimpernausfall bekomme und dann alle meine Wimpern erstmal wieder nachwachsen müssen. Okay, Mascara ist jetzt aufgetragen. Sie macht jetzt nochmal mit Highlighter weiter. Da nehme ich jetzt mir einen anderen schmalen Pinsel wieder, der aber noch nicht mit Lidschatten voll ist. Und gehe wieder in meine Highlighter-Palette rein und nehme wieder die Farbe Glow. Und den trägt sie jetzt nochmal in ihrem Auge oder unter ihrem Auge auf. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Ich habe das Gefühl, mein Pinsel ist da zu groß für und außerdem steche ich mir die ganze Zeit in mein Auge. So, ich habe den Highlighter jetzt aufgetragen. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen zu viel geworden. Aber ich konnte jetzt einfach mit dem Pinsel nicht weniger auftragen, weil der ein bisschen zu groß ist. Aber egal, ich lasse es einfach so. Und weiter macht sie mit Lip Liner. Und ihr Lip Liner ist relativ bräunlich. Ich habe mir jetzt einen rausgesucht, der ungefähr in der gleichen Farbe ist. Und zwar ist es der von Trended Up in der Farbe 266. Und damit werde ich jetzt meine Lippen umranden. Sie sagt, dass sie auch um ihre Lippen rumgeht, also nicht direkt auf ihren Lippenrand. Deswegen werde ich das jetzt auch machen und versuche, meine Lippen damit ein bisschen größer erscheinen zu lassen. Es sei denn, man sieht das gleich richtig krass, dann muss ich das ein bisschen ja, fixen. So, mein Lip Liner ist jetzt aufgetragen. Ich mache jetzt mit Lipgloss weiter und da habe ich mir jetzt einfach den Lipgloss von Essence hier rausgesucht. Das ist einfach so ein relativ weißer, sag ich mal, also relativ durchsichtiger. Ich habe den auch noch mal in einem bisschen goldigeren Ton, aber ich nehme jetzt den weißeren und versuche jetzt den Lipliner ein bisschen ja, zu verwischen bzw. den auf meinen Lippen zu verteilen.
So, Lipgloss ist jetzt fertig. Den letzten Schritt, den sie jetzt macht, ist Fixing Spray drauf machen. Ich habe kein Fixing Spray, beziehungsweise das einzige Fixing Spray, das ich hier habe, ist ungefähr 5 oder 6 Jahre alt. Deswegen werde ich es jetzt nicht benutzen. Und genau, deswegen ist jetzt auch das Make-up-Tutorial oder das Befolgen dieses Make-up-Tutorials von ihr fertig. Ja, das Make-up sieht, muss ich sagen, 100-mal besser aus als jedes Make-up, das ich mir vorher selber jemals drauf gemacht habe. Und Hugo hat gerade den Raum betreten. Ich weiß nur nicht, was ich von dem Lip Liner halten soll. Einfach aus dem Grund, dass wenn ich selber meine Lippen mache, dann versuche ich den Lip Liner am Ende wieder so abzumachen. Also ich habe halt immer das Ziel, dass ich nur Farbe auf den Lippen trage, ohne wirklich, dass man, oder ohne dass man wirklich sieht, ja, dass ich was auf den Lippen trage, wenn das Sinn macht. Also ich mag das nicht so gerne, wenn man Lip Liner oder den Lipgloss halt so krass sieht, wenn das aussieht wie Lippenstift. Aber so mag ich es eigentlich echt relativ gerne. Ich mag es auch mit dem Blush. Finde ich alles schön, auch dass es zu viel ist. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so richtig sieht, wie in echt, weil ich habe das Gefühl, in der Kamera sieht das nicht so gut aus, also vom Glow her. Aber ja. So, das war's doch schon mit diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war auf irgendeine Art und Weise unterhaltsam und vielen Dank fürs Schauen dieses Videos. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.